So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahmen ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing, denn ich habe wieder Post bekommen. Da ist auch schon die Postkatze. Hallo Postkatze. Hallo Post, hallo Dicker. Hey, werd mal nicht frech hier. Wir haben was bekommen von der Pogehandriss Melli, was richtig fetzig und brutal ist. Dann hat die Koronika mir geholfen und was bestellt für meinen Kopf. Dann ist, glaube ich, da was für Maries Geburtstag dabei. Und dann kann es sein, dass da was drin ist, was ich testen muss für euch, was ihr gewinnen könnt. Das ist also richtig spannend. Das ist jetzt hier das Paket. Das haben wir jetzt. Adi, genau, tu mal den Kopf da drin. Na, dann halt nicht. Sollte fürs Thumbnail sein. Das ist das Paket. Die Pakete sind hier vier Sendungen. Vier Sendungen. Wir fangen mal mit dem obersten an. Das ist hier diese Tasche. Die reißen wir mal auf, wie ein richtig muskulöser, ich krieg's nicht auf, jetzt hier unten, hier geht's auf. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal, ach, das ist aber schön, Made in China, Barbie-Kleider. Barbie-Kleider für Barbie-Puppen und hier oben, guck mal, da ist ein Barbie-Schäfchen. Adi, willst du das hier für dich? Ich weiß nicht, warum das so vakuumisiert ist, damit es besser in den Brief reinpasst oder was. Und hier habt ihr Barbie-Kleider. Noch mehr Barbie-Kleider mit Barbie-Schmuck für Barbie-Mädchen im Barbie-Garten. Oh, das ist richtig brutal. Da möchte man auch gern noch mal ein kleines Mädchen sein. Das ist eigentlich sinnlos, dass man das mit reingenommen hat. Deswegen gehen wir jetzt zu den professionellen Profisachen der Profis. Wir ziehen mal den Humpen hier auf, gucken hier rein und haben hier, guck dir das an, was ist das? Das ist PhotoFast 24/7. Das sieht aus wie ein Deodorant, ne? Oder? Könnte man so sagen. Sieht aus wie ein Deodorant. Deswegen müssen wir mal das Tütchen hier ein bisschen aufreißen, damit ihr seht, was das ist. Das ist nämlich der 24/7 Catcher. Und das wurde mir zugeschickt zum Testen. Da hat mich einer angeschrieben per E-Mail und gesagt, er hat meinen Kanal gesehen und ob ich da vielleicht das mal testen würde in dem Video. Damals wollte einer, dass ich ein Spoof-Programm teste und Werbung für den jetzt Spoof-Programm macht. Das habe ich abgelehnt, weil was brauchst du ein Programm, was nichts kann, was Geld kostet, ist Quatsch. Gadgets zum Fangen sind was anderes, denn Go Plus ist Go Plus, Gotcha ist Gotcha. Pokéball Plus ist auch wieder was anderes, wenn es jetzt was Neues gibt, das vielleicht zuverlässig ist und Spaß macht oder gut aussieht, dann würde ich sagen, kann man das ja in einem Video mal vorstellen, mal zeigen, mal testen, weil ich es aber sowieso nicht brauche, kann ich es am Ende des Tages dann verlosen, wenn ich es getestet und vorgestellt habe. Guck mal, das kommt hier in so einer kleinen Tasche, PhotoFast, und ihr denkt jetzt, wir zeigen euch das richtig. Ich mach mal ganz kurz so PhotoFast. So, und jetzt machen wir es wieder weg, denn das wird in einem extra Video mal getestet und verlost halt dann. Ich muss mal gucken, wenn ich ein Video dazu mache, dass ich das an einem Dienstag hochlade, dass man das dann auch verlosen kann an einem Montag. Das dann, ihr versteht schon, wie das ist. Adi, tu mal deinen Kopf nicht da rein, das geht sonst noch kaputt. Da bin ich gespannt, was das kann. Ist nämlich auch aufladbar ohne Batterien, glaube ich. Und das ist halt dann Autospin, Auto-Catch, Auto-irgendwas. Gerade wenn ihr in größeren Städten unterwegs seid, ist das immer gut, wenn ihr eine Hilfe dabei habt. Bei mir hat das sonst immer das Go Plus gemacht. Ein Pokéball Plus habe ich noch nie getestet. Ist mir zu spielzeuglastig. Das sieht auch wieder sehr spielzeuglastig aus. Aber wir gucken uns das mal an, dann, was das kann. Vielleicht ist es ja trotzdem was Cooles. Das habe ich die Veronika gebeten, ob die mir bitte das mal bestellen kann. Ich habe nämlich angefangen, irgendwie wollte ich meine Haare machen. Dann ist der Haarschneider kaputt gegangen, weil es schon wieder so blumenkohlartig aussah. Der ging auch nicht mehr richtig, habe ich gedacht, egal, kaufst du dir einen, aber du musst ja Mittwoch weg. Mittwochabend, der würde Freitag kommen, da bist du eh nicht da, ist Quatsch. Und wenn Veronika das bestellt, weil die Amazon Prime hat, dann kommt das nämlich am Mittwochnachmittag noch an. Ich kann noch Haare machen, bevor ich gehe. Habe mir den also jetzt von Veronika bestellen lassen. Da ist auch ein Schwamm mit drin.
da ist ein Kamit drin, da ist hier so, und guck mal, wie der aussieht, ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert. Das ist jetzt hier der mega brutale Deluxe Haarschneider. Ich gehe nämlich nie zum Friseur, ich mache es mir immer selber. Wenn ihr es euch auch selber macht, schreibt es mal in die Kommentare. Das vibriert auch, das ist richtig genial. Tu mal jetzt auch hier rein. Dankeschön an die Koronika. Wenn ihr sie kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Habe ich ihr natürlich bezahlt. Sie hat mir nur geholfen, dass ich den Versand spare und dass es schneller ankommt. Aber oft genug hat sie auch schon gesagt, wenn ich da irgendwas mir habe liefern lassen, brauchst du nicht bezahlen, schenke ich dir. Das ist mein Dank an dich. Da bitte ich aber nicht drum. Ich gebe dir jeden Cent zurück. Alles. Du musst es nur sagen. Das ist alles kein Thema. Ich bin noch froh, dass ich gleich noch schnell Haare schneiden kann. Und jetzt haben wir noch ein Paket. Wir haben ein was für Marie, wir haben ein was für euch, was verlost wird. Wir haben ein was für meinen Kopf und wir haben ein was für euch, was verlost wird. Und das müsste jetzt, pass auf, das Interessanteste für euch sein. Hier ist nämlich ein Tütchen Haribo drin. Hey, die können wir gleich essen. Hier ist noch ein Tütchen Haribo drin. Richtig stark. Und hier habt ihr, Achtung, dieser Comic wird wie im Original gelesen, von rechts nach links. Also fangt einfach von der anderen Seite dieses Gratis-Comics an und stürzt euch in die Manga-Welt von Pokémon, Rubin und Saphir. Da ist ein Comic drin, als Beilage zusätzlich. Aber das wollen wir euch jetzt hier nicht unbedingt zeigen. Das müssen wir euch ein anderes Mal zeigen, wenn es nämlich direkt darum geht, was das ist und wir das auspacken. Ich zeige euch nämlich nur, was es ist. Und wenn wir das nutzen, das braucht ja dann ein extra Video. Pflege ich nicht durch hier, ey. Bin total bekloppt. Hier seht ihr die Pokémon Go Trading Card Game Kombination Sammelkartenspiel Top Trainer Box auf Deutsch. Das ist die, die ich mir bestellt habe, vorbestellt habe. Im Juni habe ich die vorbestellt. Im Juli, einen Monat später, sollte die kommen. Wurde nicht geliefert. Die ganze Zeit hieß es, ja, die ist vergriffen, die wird nicht geliefert. Wir müssen erst warten, bis wir neue Exemplare haben. Dann bist du der Erste, der auch eine bekommt. Eineinhalb Monate später, kurz vor September, haben sie mir mein Geld wiedergegeben und gesagt, tschüss, das wird nix. Und Pokehandris Melli hat gesagt, komm Ramses, wir bestellen nochmal welche, wir haben dann einen guten Händler am Start, da sind auch wieder deutsche Boxen da, ist ein größerer Händler, wir kaufen eine, wir schicken dir eine. Ich wollte nämlich eigentlich einen Stream machen oder ein Video, wo ich die mal auspacke, mir die einzelnen Karten angucke mit euch zusammen und alles, was wir ziehen, wird verlost. Das heißt, die komplette Box mit dem kompletten Inhalt wird verlost. Wann wir das machen, weiß ich noch nicht. Dank Pokehandris Melli haben wir die Box jetzt aber hier, die wir dann in Ruhe auspacken können. Und ich glaube, sie hat sie extra zu sich geschickt, dass sie selber da auch noch was reinpacken kann. Hier sind nämlich noch andere Sachen drin. Ihr habt einmal hier diese Tütchen, diese Card Sleeves, also Schlüpfer für die Karten. Wenn ihr gute Karten habt, dass ihr die einpacken könnt. Und dann sehe ich hier, was ist das? Das muss man, glaube ich, alles auch noch mal zeigen. Hier sind Karten noch drin. Hier ist ein Galalavados. Auf dieser Kamera siehst du das bestimmt nicht gut. Hier ist ein Galalavados, ja. Hier ist ein Regidrago. Ist auch am Start. Ich muss das alles mit einer anderen Kamera irgendwann mal aufnehmen, wenn ich da was mache. Dann hier. Was ist das? Ich will hier gar nicht durch. Hier hast du eine dicke Karte. Hier hast du eine Tüte. Du hast hier Energie, wenn du es rausziehst. Hier hinter ist noch was. Hier ist ein Alola Kokowai drin. Richtig fett, brutal. Sieht jetzt aus wie Dings. Kann mir das um den Hals hängen. Hier steht auch noch was drauf. Pokehandris Melli. Viel Glück. Dankeschön dafür. Haben wir gleich noch ein Autogramm dabei. Stopfen wir jetzt schnell wieder hier rein. Ah, ich glaube, es geht gleich kaputt. Ich habe dann noch mal Silembrim. Ich weiß gar nicht, was das ist. Deswegen, ich wollte unbedingt die deutschen Karten natürlich, damit man die deutschen Namen ein bisschen kennenlernt. Hier habt ihr irgendwie das. Weiß ich auch nicht, was das ist. Alles dasselbe. Sind das auch Sleeves? Das sind auch, ja, ich glaube, hier kannst du auch Karten reintun. Also Sleeves mit Design.
Hier hast du nochmal so eine Hartplastikschale für was Fettes. Hier hast du Goldsleeves mit Arceus drauf. Hier hast du Darkrai Sleeves in Silber. Nennt man Sleeves? Sind doch alles Täschchen, die sie wahrscheinlich von sich aus alle reingepackt hat. Und hier haben wir noch, da ist ein Chillerbell oder was ist da hier? Pico Chiller meine ich. Pico Chiller drauf. Auch nochmal Silver Sleeves. Und am besten natürlich die Gummibärchen. Also, Dankeschön, Pokehuntress Melli, für diese Top Trainer Box. Das ist auch, oder Dankeschön an dich und deinen Mann natürlich, der sich da auch gekümmert hat. Das ist auf jeden Fall fett. Da wird auf jeden Fall noch was auf euch zukommen. Mal gucken, ob da ein Raupi irgendwo drin ist. Das würde ich wahrscheinlich dann selber behalten. Ansonsten, Kopf wird schnell rasiert, gemacht, 24-7, Auto-Catcher, müssen wir irgendwann testen. Kann dann auch jemand von euch haben, brauche ich nicht, aber wollt mir das mal angucken, mal ein Video darüber machen, dass es sowas überhaupt gibt. Für die, die sagen, ich krieg nichts, ist alles ausverkauft, ach, da gibt's was Neues, okay, nehme ich, ist auch gut. Sehen wir dann, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.